Mahlzeit. So, es wird der nächste Vlog auf meinem YouTube-Channel und zwar vloggen wir heute einen Ausflug ins Muscle Gym, ins Ricos Muscle. Kennst du den Ricos Muscle Gym? In Ricos Muscle Gym, ja. Wir treffen heute den Rico Lopez Gomez, machen ein Push-Training zusammen. Ich glaube, wir posen noch ein bisschen, vielleicht gibt es auch noch einen Formcheck zu sehen. Also bleibt dran, Leute, es wird auf jeden Fall lustig. Vielleicht mache ich auch noch mal ein, zwei lustige Reels mit dem. Der rastet ja immer aus und mit seiner Musik. Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr lustigen Ausflug heute. Habe ich mich auch schon drauf gefreut. Schatzi bereitet jetzt hier noch unser Pre- und Intra vor. Wir müssen uns übrigens Cluster klauen. Wo ist denn der bei ESN oder so, ne? Meinst du, ich überlebe mal ESN-Cluster? Ja. Cluster ist nämlich leer gegangen. Ist aber bestellt. Ansonsten fahren wir gleich noch circa 2 Stunden, essen noch Frühstück auf der Fahrt. Cardio ist schon erledigt, Mobility ist gemacht. Ich habe noch ein paar Übungen für mein Knie, die ich auch gemacht habe. Ja. Wir sehen uns, würde ich sagen, beim Frühstück im Auto oder wenn wir beim Rico sind. Also, bis später, Leute. So, wir haben kurz angehalten. Ich würde Geld drauf wetten, dass das T-Shirt gleich nicht mehr weiß ist, wenn ich hier fertig bin mit dem Essen. Aber ich bin ja ein mega pfiffiges Kerlchen. Ich habe nämlich sogar noch ein Fixel-T-Shirt mitgenommen, wenn ich mich einsaue. Ja, gibt jetzt die... das heißt, die nächste Mahlzeit. Es gibt jetzt eine vorgezogene Mahlzeit. Ich glaube, das hatten wir im letzten Vlog ja auch schon mal. Mein Frühstück wäre normalerweise mein Pre-Workout, aber weil es heute ein bisschen später ist, esse ich jetzt quasi eine Mahlzeit, die tagsüber ist, einfach vor meinem Pre-Workout. 100 Gramm Nudeln, weiß es gerade gar nicht, 250 Gramm Flügelhack von Planet, ein bisschen Gemüse in dem, ja, was ist hier drin, Möhren, Tomate. Lassen wir uns jetzt schmecken, dann geht's weiter. So, wir sind da. Nur mit sauberen Schuhen. Schuhe neu. Oh, ist so. Oh, ist so. Kommt man da rein? Das weiß ich auch nicht. Musst du klingeln? Check mal hier. Ah, da können wir aufmachen. Schauen wir mal, dass wir da sind, wa? Mhm. Das ist ja witzig, man hat das noch nie gesehen. Ja. Ja, voll geil. Baby, sowas brauchen wir für zu Hause. Ja, wieso haben wir das nicht? Hm? Bau mal. Mach mal. Wie viel Quadrat sind das? 150? Weiß ich nicht. Sag die richtige. Perfekt, Mann. Das ist cool, echt? So, ich schreib mir mal, dass wir da sind. Ja, ist eine gute Idee. Mit dem Baby. Ja, mega cool, ne? Alles schick? Super. Gut, hab schon gesehen, du hast extra noch mal schick gemacht, ne? Recht gut, weil. Wie hast du die Haare denn vorher? Ja, fusselig. Alles grau gewesen. Sieht aus wie 60, Digga. Ja? Ja, jetzt sieht jünger aus. Jetzt sieht für mich jetzt fresh aus. Ja, sieht voll gut aus. Hat noch nie so kurze Haare gehabt. Ja, ich auch nicht. Du warst immer schon gehabt, oder? Das kenn ich jetzt. Ja, jetzt seit 3 Jahren oder so. Ja, 2,5 Jahre hast du jetzt, ne? Ja, geil. Hey, das Bro. Wie geht's dir? Alles gut? Alter, ich hab das Fahrrad schon. Hallo. Du warst hier noch nie hier, ne? Nein, wir sind gerade schon rumgelaufen. Ist ja voll geil, Alter. Sind das 150 Quadratmeter? Wie viel? 400. 400? Boah, scheiße. Das siehst du doch bis dann mehr, mein Schatz.
Ja, okay. Ja gut, das wäre auch schon richtig groß für ein Home Gym, ne, Alter? Ja, wäre zu groß für ein Home Gym auf jeden Fall. Ja. Ich bin die ganze Zeit schon überlegen, ich will auch so eine Bude haben. In Hannover gibt es kein geiles Studio. Aber Tim hat ja auch so richtig geil eigentlich, ne? Als Home Gym. Echt, Tim Budesheim? Ja. Ich hab noch nicht gesehen. Das kommt. Da gucken wir gleich mal. So. Kann losgehen. So, erstmal haben wir hier ein IFB Pro, New Pro, vor 2 Jahren gewonnen. Ja, wir sind 22. Ja, ja, genau. Vor 2. Ja. Dominik Boy war jetzt hier am Start auf dem Bodybuilder. Willkommen. Warst du noch nie in meiner Höhle hier? Nein, ehrlich nicht. Hause Gym? Nee, ich wollte eigentlich mal zur Eröffnung kommen, aber wie lange ist das jetzt her? 5 Jahre? Boah, ja. Ja. Ja? Na, also meine komplett neue Eröffnung? 9 Jahre bin ich schon hier. 9? Ja, oh, Digga. Okay, ja. So alt bin, Mann. Ich bin schon 9 Jahre hier, aber wir hatten hier vor Corona hatten wir ja mit der Hälfte Gym-Partys gehabt, wo teilweise 600 Fans dann da waren, ja, aus Deutschland auch und so. Genau. Ja, das war schon ja, fresh früher hier. Ja, Mann, ich bin ich fand's voll Hammer, Mann. Ich bin gespannt, was du sagst. Lass mal einen kleinen Rundgang machen, oder? Ja, los, zeig mal her. Okay, da haben wir hier erstmal von hier bis da ganz hinten nur Beingeräte. Beine sind Priorität, ihr wisst Bescheid, Beine immer sehr, sehr wichtig. Geile Scheiße. Adduktoren, Adduktoren, den Beinstrecker. Samstag kommt noch von Game Factory, von Bugs Watson da, ne? Ja. Beinburger sitzen noch. Hast du noch keinen? Habe ich bestellt. Ja, voll geil. Ja, ja, Mann, endlich. Super geil. Sitzen, liegen, dann hast du eigentlich alles, was man liegen, braucht. Genau, genau. Ja. Dann hab ich noch ein Booty-Ding, Booty-Gerät für. Oh. Das musst du trainieren, Baby. Beine. Wie immer. Naja, wie immer. Ja, da sind auch nur Beine drin. Ich habe für dich richtig geile Beingeräte hier. Würde sich freuen. Dann hier, Beinpresse auch richtig geil, 45 Grad. Sind schön stabil drin, schön alt, 20 Jahre plus. Ja, sieht geil aus. Man hört das auch, wenn du es drückst. Das ist geil. Ich liebe das Geräusch, aber die Seitengeräusche waren geil. Ja, ja. Dann haben wir hier nochmal eine. V-Squat. Ja, genau. Mhm. Aber auch 2 verschiedene Varianten, ne? Vorne und hinten. Ja, okay, ja. Ne? Seitenmaschine im Stehen, Seitenmaschine im Sitzen als Maschine. Voll geil. Vertikale Presse. Auch ganz selten. Ist brutal. Das knallt hier auch super geil für dich. Das knallt hier so heftig rein, Alter. Ja. Brutal. Natürlich, also was für mich eins der besten Geräte auf der Welt ist ein Planet Squat. Ja? Ich hatte noch nie einen progressiven Satz gemacht tatsächlich. Ist brutal. Ich hatte so sitzt, dass es das fickt dein Leben weg. Ja, ich, ja. Gesagt, ich komme aus Hannover, es gibt nur Kackstudios bei uns. Ich kenne keine, noch nie an einer vernünftig trainiert. Ja, das ist schon echt brutal. Also auch ohne Gewicht schon sehr, sehr schwer. Ja. Also bitte mal nachprobieren und dann gibst du immer Feedback. Ja, stimmt. Ja, du kannst mal deine Beine. Ich hab hier so eine liegende. Dann liegende, aber die ist ganz geil, weil die ist sehr, sehr rückenschonend. Mhm. Ja, da kannst du schön Gewicht aufballern, schön auf Maximalkraft gehen und kannst da richtig geil einfach rückenschonend. Ist immer nice, ne? Sieht auch gut aus. Manchmal sind die ganz geil. Ja. Ja. Ich hab ja schon gesehen, auch von Flame Sports, ne? Genau. Ja. Von mehreren, von 5 verschiedenen Griffen. Kannst du stehen machen, und sitzen, wie du willst. Ne? Ich mache auch hier manchmal von hier dann so. Hintere Schulter zum Beispiel auch. Oh, echt ein fettes Ding. Ja, Mann. Ich glaube, ich würde auch schon wieder. Erstmal alle Varianten durchballern, Digga. Ey, guck mal, das sind richtig schöne Traps hier auch hinten, Digga. Ja, das sieht geil aus. Ja. Baby, wir brauchen ein anderes Studio. Ja, was soll ich machen? Weiß ich zauber dir eins. Ja, was soll er machen, ja. Und das Squat Rack. Ja. Meine Powerlift-Gürtel in verschiedenen Sorten, aber halt von Animes, ne? Die leuchten auch im Dunkeln und so. Ja, als echt? Und, ja, ja. Oha, wie cool. Von Größe S bis XL, alles meine Kunden auch gemacht. Wie ja, cool. Ja, gut. Crazy. Leuchtet echt nur, wenn es dunkel ist. Ja. So, wie heißt das? Schwarzlicht? Oder ja, genau, ja, genau, genau. Ja. Da, wenn es dunkel ist. Also, das, quasi die Sonne hier, das Licht, lädt ja, das auf und dann, wenn es dunkel ist, dann. Ja, das Shining, das Alter. Ja. Weißt du, diese Aura von Dragon Ball, so, Digga. Dann ist das genau das normal. Crazy. Geil. Ich bin halt immer hier. Wenn ich hier bin, Digga, wie ein Zuhause für mich. Ja, das für die ich Kunden will auch. Ja. Dann haben wir hier nochmal einen Klappeturm mit verschiedenen Griffen. Auch mit hier. Auch diesen Griff, ja, hier zum Beispiel, kennst du ja auch. Ja, das benutzt auch, glaube ich, so. Ja, 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 ja. Genau, genau. Komm mal, bringen, wie du willst. Da haben wir unsere kleine Bauchecke. Eine kleine. Boah, hab ich. Bauchecke. Ja, haben wir alle. Ja, aber auch cool, ja. Aber sehr gespannt, reich vollkommen. Die ja, meisten Bauchübungen, die ich zum Beispiel mache, weil sie gesagt, eher auch spontan, weil ich so ein bisschen gerne im Bauch trainiere. Ja. Und halt frei, wenn dann. Hast du guten Bauch? Ja, nein, du hast eigentlich gute Bauchmuskeln. Ja. Weiß nicht. Oh, der ist schon richtig hart, Junge. Fuck you. Wir haben nur 8 Wochen. 8? Ja. Ja, gut, in Schweden. So lange. 16. Ja. Ja. Das ist okay, 16 sogar. Okay, gut, siehst du. Ich mach Bauch eigentlich immer, keine Ahnung. Ich hab
ganz selten, dass ich auch spontan nochmal. Ja. Manchmal denkst du so, okay, das Training war ganz geil, genau. Aber ich bin noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Dann nochmal immer Bauch machen, 10 Minuten. Ja. Auf jeden Fall. Morgens nach dem Cardio meistens oder so, ne? Genau, genau. Oder morgens nach dem Cardio mache ich es auch immer jetzt mittlerweile, nur in der Diät, in der Offseason nicht. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich in der Offseason immer Bauch trainiere, dass meine Bauchmuskeln dicker werden, dann nach außen gehen, dann habe ich richtig eine breitere Taille. Ja, ich hab's mir auch schon oft. Ich mach's auf jeden Fall nicht schwer. Hm. Generell Bauch eigentlich immer nur mit eigenem Körpergewicht. Genau, und genau. Wenn man genau. schwer macht, dann kann es vielleicht echt passieren, dass ihr so ein bisschen. Ja, weiß nicht. Am Ende ist immer, als jeder Bodybuilder, egal welche Klasse, umso enger die Taille, umso besser. Ja. 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 Hat er irgendwie immer Glück, bei mir ist es auch. Ja, Bruder, wenn du da in die Pose so reingehst, Digga, aber die sieht richtig geil aus, Mann. Ja, das ist sehr, sehr schöne Taille, Mann. Mit erstmal ist, glaube ich, immer die Genetik entscheidend, ne? Ansonsten. Ich weiß nicht, so Vakuumtraining, Transversus-Training, Plank ist alles, was so deine Transversus-Muskulatur zusammenhält, dass halt deine Bauchmuskeln nicht so rauswandern. Genau. Ja. Klimmzugmaschine. Klimmzugmaschine, mit Hilfe, ohne Hilfe. Das und für Anfänger. Schon alt, ne? Dann hier, Bruder, hör mal. 30 Jahre alt. Also steckt schon ein bisschen. Ja, bewegt einfach so eine Kette. Ja. Können wir auch machen. Als ja, das ist geil, Alter. Ja. Dann haben wir hier noch eine Beizip-Maschine. Auch mega alt, aber die ist sick. Gehen wir mal rein. Machen wir noch zwei mal mehr Scheiben. Da. Ja, genau. Setz dich mal rein, setz dich mal ganz rein. Also noch weiter nach vorne. Setz dich hin. Wie denn? Setz dich hin. Komm mal nach vorne. Noch weiter nach vorne. Noch weiter nach vorne. Ja. Jetzt ziehst du wirklich Ellbogen zusammen. Zusammen, Ellbogen zusammen. So. Jetzt ziehst du mal ganz durch. Okay. Ganz runter, ganz runter, ganz runter, ganz runter. Runter, 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 runter. Hoch. Okay, die ist sogar noch verkürzen leichter. Ja, Mann. Voll gut. Und du hast halt schön den Peak auch rein, Alter. Okay, das ist auch eine der wenigsten. Wie du das Maschinen nicht mit beiden Armen machen können? Hast du Probleme im Ellbogen oder was? Oder wie kommt's, oder? Nee, ich schätze mal einfach, man ist als Bodybuilder zu breit, dass man im. Achso, dass du reinpasst. Ja, okay. Sitzt, ne? So, okay. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Kommt dann Ellbogen rechts und links runter und der Winkel ist halt immer so scheiße. Mhm. Dass da zu viel nach da gehst, halt, ne? Wahrscheinlich die auch. Die Eingänge sind eh, glaube ich, für Bodybuilding eher konzipiert, weil die auch alle schwer sind. Ne? Das ist das Ding. So ein neues Gerät, da steckst du es unten rein und du. Ja, dann wird das auch von automatisch geführt. Ja, ja. Schwer sind meistens die älteren Geräte, sind auch meistens die schweren. Weil was draufsteht, ist auch so. Ja, ja, ist echt so. Dann haben wir hier noch einen Kabelturm, noch einen Squat Rack, da haben wir hier Kurzhandel von 2 Kilogramm bis 50 Kilogramm haben wir alles hier. Top. Reicht auch für. Mit 6 Bänke. Dann haben wir auch hier, was auch geil ist, ist hier unser Multipresse. Kann ich doch empfehlen für T-Bone gleich noch, wenn du Bock hast. Die Multipresse geht so schräg nach oben weg, so weißt du, das ist halt richtig geil. Also auch für Schulter drücken und so weißt du, dass es nicht so belastet. Dass es schön wirklich nur aus der Schulter rausdrückst. Genau, dann haben wir hier noch eine Brustpresse, eine ganz alte, auch mega nice. Das machen wir auch noch heute als Finisher. Ja, geil. Das Finisher-Ding. Ja, ja. Dann machen wir, also eigentlich ist es hier ein Rückensitz, aber alle machen hier. Ach so, okay. Ja. Das ist eigentlich ein Nackzug oder was? Ja, aber alle machen jetzt Trizeps dran. Hättest du so da sitzen, Nackzug? Ja, du hast auch so ein Ding gepolstert, aber siehst das ja ab. Ja, genau. Ja, auch ganz cool. Ne? Ja. Na gut, du kannst immer noch so Trizeps benutzen. Also jetzt nicht, aber jeder macht es stehen, aber. Wenn wir mal machen, was neues. Keine Ahnung haben, Mann, das muss man sitzen machen. Alle sagen das. Ja, aber die Maschine ist auch richtig geil, muss auch mal probieren, mal ein paar Wiederholungen machen. Ja, okay, die ist halt wirklich auch schon mega oldschool, aber die ist läuft flüssig as fuck, Alter. Also wirklich, das ist auch mega gut, dann auch einzeln auch mega nice, einarmig, ist auch richtig geil. Guck mal hier, Alter, ja, Mann. Knallhart, Alter. Einarmig richtig nice, ja. Ja. Nein, so eine Rudermaschine haben wir schon nicht, Mann. Nee? Nein, wir haben nur diese Dual Row von Hammer. Das ist blöd. Also manchmal ist sie gut, manchmal halt nicht, aber. Ja, genau. Ja. So oberen Rücken genau, ist cool. genau. Aber so ein richtig Flat-Rudern ist die nicht so gut. Dann haben wir hier einen ganzen Rückenturm. Mhm. Mit 5000 verschiedenen Griffen, die Dinge auch heute Folge. Zum Turm für Griffe auch alles, haben wir alles für euch am Start. Dann Getränkeanlage haben wir hier für die Kunden und halt Spotify, wer Bock hat, hier Musik anmachen, wie ihr wollt. Jetzt gerade mein Kind natürlich, da kann ich so laut ballern, aber wirklich abgeholt. Ja. Dann können wir ja ballern und dann durchdrehen, ne? Aber kannst du da machen, wie du willst eigentlich dann sonst? Ja, wir hören genau das Gleiche. Ja, das ist habe ich nicht angemacht, Bruder. Ich höre was anderes, aber. Ja. Mach ich auch Rock, so nicht. Nee, ich weiß. Also so, Christopher Don höre ich auch, Slipknot, Rammstein, ne? Das haben wir hier auch geil. Eine Low-Row-Art. Ah, so eine Extreme-Row. Ja, okay. Das dachte ich gerade schon drüben bei der. Aber das ist dann auch genau, auch vom Flame, ne? Yes, yes. Man muss ein bisschen Sitz einstellen und so auf der einen, ne? Aber
Ja, geil. Oder halt auch die normalen sitzen, ne? Ja. Auch natürlich klar. Ja. So, dann haben wir hier noch eine Brustmaschine für obere Brust komplett. Beinarmig oder einarmig. Ja. Auch ins Nice. Auch sehr altes Gerät, ne? Sehr, sehr alt. Ich hab nicht mal angemalt. Warte mal. Steht dein Name drin? Weiß ich nicht. Hier steht, Basis Rain. Ja, irgendwas ukrainisches oder so? Weiß ich auch nicht. Mit diesem Ding hast du ja. Hört sich ja wie Englisch. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Studio das ist. In Mannheim, das ist auch noch so ein Hardcore-Studio und die haben auch so eine komplette Linie gehabt, wo du bei Plate Loaded. Das ist ja selten, dass du bei Plate Loaded irgendwie so ein Ding hast. Genau, oder? Genau. Oh, auch ganz cool vom Winkel. Ja, Mann. Hey, Buddy. Wir fangen auf jeden Fall gleich an mit Multipress schräg. An der Multipress. Ja. Schräg immer zuerst, finde ich. Ist immer geil. Ja, ich habe auch immer sehr schräges. Weil, wenn die obere Brust fett ist, dicker, sie hat so automatisch Brustfett. Ja. So sehe ich das nämlich, ja. Du machst Prep alleine, ne? Hm? Prep machst du alleine? Ne, mit Jan Seffes. Ach, krass, wusste ich ja, nicht. Ja. Schon seit 3-4 Jahren jetzt, ja. Oder seit einem halben Jahr jetzt, ja. Ja? Ja. Fett. Warte, wollen wir kurz den Baby schon mal geben? Cringe manchmal. Selten, dass die gut sind, ne? Ja, ich werde ja auch irgendwann austauschen gegen eine neue. Ja. Aber ich habe die jetzt gerade da, die war günstig, hat eine 5 Euro gekostet. Ja. Und 400 sogar nur, deswegen. Mitgenommen. Jetzt habe ich hier auch ein richtig geiles Oldschool-Butterfly mit verschiedenen Einstellungen hier. Das hintere Schulter, ja, aber. Ja. Da passt ich nicht rein, das wird dann sowieso nicht. Ja. Die machen wir auch nachher noch als Feinschleif. Na, Feinschliff, ne? Ja. Dann haben wir hier noch eine Brustpresse für die innere Brust, wo von außen Sand bricht. Die kleinen? Nee. Ist das die ganz normale Flatpress? Ja, aber halt für obere, also für innere Brust. Ach, tatsächlich, ja. Ja, die sind ja verkürzt so elendig schön. Genau. Weißt du vielleicht, welches Modell das ist von Hammer? Welches Marke das ist? Welches Modell von Hammer das ist? Nee. Das ganz ältere. Ich glaube, eine der ersten von denen. Ja. Weil die sieht irgendwie noch cooler aus wie die neueren. Ja, die neuen sind mir einfach zu. Alles ist immer kleiner geworden. Die kleiner auch und einfach auch viel zu groß und so. Wo brauchst du gar nicht so große Dinger. Guck mal, ganz stabil. Reicht doch. Sieht auch gut aus, ne? Ja. Krass, ich dachte, gar nicht erkannt. Das ist die ganz normale Flatpress. Dann haben wir noch hier unser Hyro. Ja. Kann man ja. Was auch geil ist, damit natürlich auch 1 zu 3 zu ziehen und den Dinger hast du auch, glaube ich, Griffe, ne? Ja, wie so ein von Blackpool dann, ne? Ah, ist geil. Das einarmige Rudern damit ist so sexy. Ja. Dann haben wir hier noch eine Wadenmaschine. Da haben wir wieder eine 30 Jahre alte Schüttelmaschine. Die ist heftig brutal. Die ist wirklich, da kannst du nicht schummeln. Ja. Die ist auch schwer. Also ja. Die ist wirklich echt gut. Und dann noch eine hintere Schulter. Ah ja, die ist, glaube ich, geiler wie die andere hintere Schulter. Ja, da komme ich nicht mehr rein. Deswegen. Ja. Da haben wir hier noch unseren Cardio-Bereich komplett. Hast du zwei Stairmaster hinten, Baby? Ja. Noch nie gemacht. Stairmaster? Nee. Ich habe eine einzige Vorbereitung bei Pit damals auf dem Stairmaster gemacht. Komplett. Ja, ich mache immer 4 Fahrradfahren ganz chillig, da gucke ich dabei Animes oder Netflix oder so. Oder zocke halt Handy Games. Ja gut, früher Fahrrad und FIFA gezockt. Genau. Und jetzt mache ich mal Stepper gerade. Und letztes Mal sonst eine Laufband. Ja, und Laufband. Oder chillig Laufband laufen, ja, auf jeden. Aber was kannst du zu Hause lassen? Hast du? Nee, wir sind ja umgezogen. Wir haben jetzt so eine schicke, so eine Loftwohnung, so eine offene. Ja, und da ich kein Laufband reinstellen. Nein, das ist schön. Dann sieht das scheiße aus. Ja, genau. Auf jeden. Und wir haben 2 Minuten zum Fitnessstudio. Wollte gerade fragen, okay. Also wir waren heute Morgen auf, wir stehen auf. Das ist echt nur eine Minute. Kaffee trinken, Auto setzen. Ja, das ist sexy, ja, das ist perfekt. FitX, ne, wo seid ihr? Nee, das ist jetzt ein Value. Ah, okay. So ähnlich wie Clever Fit, haben auch Hammer und Matrix. Aber reicht doch vollkommen, Digga. Ja. Aber sowas ist halt hier. Mann, du hast die Atmosphäre so. Sowas ist geiler. Ja, also so Atmosphäre, genau. Ja, hier ist geil, hier kannst du mal Mucke anmachen. Ich schätze mal, hier trainieren auch alle Menschen vernünftig. Ja. Die kommen hier hin zum Trainieren. Ja, die haben Box trainieren, ja. Du denke ich mir so, die kommen da hin, weil sie Langeweile haben und dann sitzen die im Gerät und alles ist so. Oder als Feiervertrag haben, wollen irgendwie raus. Machst du mal ein Geräusch, dann guck dich die Oma an, als wenn du irgendwie jetzt hier ein Terrorist bist oder so. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also wir haben jetzt natürlich das jüngere Klientel von 14 bis... Ja, aber die trainieren ja auch. 35, ja, die haben Bock. Ja. Also auch abends geht's hier richtig ab. Da schreien sich auch nicht gegenseitig an hier. Das ist schon ganz geil, ne? Ja, die ganzen sitzen direkt hier. Ja, nee, schon geil. So eine Bude ist genau meins.
So eine, das ist auch schön, das Feeling ist auch ein anderes. Kleine familiär, das würde ich auch richtig. Und halt, dass jemand zusammenstellt, der so ein bisschen Peilung hat von dem Sport einfach. Also ne? Die Leute, die sich anmelden, die kriegen von mir auch eine Ernährungspatrice auch umsonst. Ne? Ich zahle dafür nicht, ja. Ja, ich glaube, du steckst wirklich Herzblut rein. Ja, nur Herz drin, ne? Ich habe ja auch, zum Beispiel auch nur 3 Monatsverträge, 6 Monatsverträge nur. Keine 1-2 Jahre. Ja. Ja, fett. Ja. Dann natürlich auch Studentenrabatt und sowas alles noch, ne? Ja. Aber läuft gut? Ja, mega gut. Also, ja, deswegen suchen wir schon seit 2 Jahren eine zweite Location in Fechter jetzt. Mhm. Weil da so Was ist denn jetzt? Wir sind jetzt hier in Langförden. Ach so, okay. Ja, hier habe ich Fußball gespielt, 4 Jahre, aber davor 2 Jahre auch in der Landesliga Fußball gespielt. Fußball habe ich auch gespielt früher. Ja. Mhm. Ja. Aber in der Leistungsklasse, die haben sie damals eingeführt zwischen Kreisklasse und Kreisliga. Ja, das ist aber tief. Boah, krass, Digga, da hat es auch einen. Ja, genau. Ja, früher haben wir da viel getrunken. Ja, Mann, kenn ich. Ja, hier auch natürlich. Ja. Voll gut, Mann, Alter. Nee, finde ich super geil. Habe ich schon drauf. Hauen wir uns Pre-Workout rein? Du hast schon, sagst du, ne? Also, ja, Pre-Me hab ich reingehauen, ne? Pre-Workout nicht. Genau, Shake muss ich auch noch trinken. Ja. Ja, und dann legen wir los. Yes. Mach einfach dein Training mit. Du hast heute Brustfuck? Also, ja, Brust, Schulter. Ah, ja, okay. Brust, Schulter und Trizeps, 2 Übungen, ja. Also 3 Übungen Brust, 2 Übungen Schulter und 2 Trizeps. Plan von Jan gekriegt oder ist das hier? Ja, Plan von Jan. Also machst du auch ohne Training, machst du mit Jan Ernährung mit Jan? Ja. Also Ernährung zieht so durch, wie er schreibt. Training variiere ich manchmal, ne? Auch wegen Football-Training und so, dass es halt passt auch. Mhm. Weil zum Beispiel, wir haben Donnerstags auf Football-Training, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal Donnerstag mal Rest-Day. Zum Beispiel. Ja, Beintraining musst du auch gucken, wo du es hinlegst. Das mache ich montags dann. Ja, damit ich habe Dienstag Football-Training, dann geht das doch klar. Ja, weil ich finde, am 2. Tag bin ich immer erst tot. Mhm. Am Bein her. Hast du 2-mal die Woche Football noch? Ja. Dann machst du auch kein Cardio den Tag dann? Doch. Oh. Also ich stehe morgens auf, meine Routine ist wirklich, ich stehe morgens auf. 20 Minuten Gassi gehen mit Kalio, mein Sohn und den Hundis. Ja. So, dann gehe ich direkt ins Gym, mache ich dann 45 bis 60 Minuten Cardio, je nachdem wie geil die Anime-Folgen gerade sind. Ja. Und dann fahre ich nach Hause, 2 Mahlzeiten essen und dann wieder ins Gym, Warm-up 20 Minuten eigentlich normal. Heute machen wir kein Warm-up, aber sonst mache ich immer Warm-up 20 Minuten. Laufbahn ganz chillig, weißt du. Ja. Wissen was am Handy arbeiten, Nachrichten warten und so in der Zeit und dann Handy weglegen komplett. Und dann Training, 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ich habe einen guten Kumpel, Freund geworden, echt, der, mit dem ich jetzt seit 1,5 Jahren trainiere, jetzt jeden Tag eigentlich zusammen. Mhm. Genau. Ja, ganz groß und so, ein mega netter Mensch und auch Zocker, wie ich auch halt. Ja. Zocke ich auch sehr viel, ne? Ja, sehe ich aber dir immer, wenn du uns verlinkst manchmal. Ja, ich habe zum Beispiel gerade mit Urs Dich auf Legends gezockt eine Runde. Mit Urs? Ja, mit Urs gerade, ja. Okay, crazy, der zockt also auch. Ja, der braucht auch Ablenkung, ne? Er ist schon so lange auf Diät und so, ne? Und ich hatte das 2 Weeks auch, glaube ich, jetzt, ne? Wie heißt das Spiel? League of Legends. League of Legends kennt ihr das ganz safe, Mann, Leute. Du kennst das? Kennt man. Warum kennst du das denn, Alter? Das ist schon 13 Jahre alt oder so. WoW gezockt, Mann. Was? Ja, hier, 19 Jahre WoW, moin. Du Leute. Bin ich voll raus, Alter. Was ist Legends of Legends? Ich hab das nie gespielt. So ein MOBA-Game, also 5 gegen 5 Teamplay-Spiel. Online. Genau. Schon, also heftiges Spiel. Power also, Defense? Man muss sich echt da reinfuchsen. Das sind über. Ach, hier so Power Defense? So, wo man so ein. Ja, also Spielzeit, du hast da vier verschiedene Lanes, einmal die Top Lane, dann den Jungle, die Mid Lane und die Bot Lane. Bot Lane ist immer zu zweit, die Mid Lane ist 1 gegen 1 und Top Lane ist auch 1 gegen 1. Ja. Und jeder Team hat einen Jungler, der ist da irgendwo im Hintergrund im Busch und versucht halt immer auf diesen Lanes den Gegner zu nerven und zu töten. Okay, kann das Spiel auf dem PC? Ja, das ist sogar immer noch Platz 1, immer noch weltweit. Können wir mal vielleicht ein Spiel runterladen? Das Spiel ist nice, aber geht da echt für Diät, ist wirklich eine Stunde weg, ne? Ja, okay, das ist die Scheiße. Du isst dann halt auch. Also ja, okay. Ja, wenn uns ein bisschen so am Ende der Diät, wenn man so Aktivitäten runterfährt. Das ist, Freunde, gönnt euch am 90 Euro Mindestbestellwert. Das sah mal schön aus. Und ab 90 Euro Mindestbestellwert. Schatz, was ist das? Gratis ein Ticket dazu, also Pre-Workout. Reis, Banane, Battle Ray. Yes. Geschmack. Mach mir auf. Los geht's. Warte. Und wenn man dann noch die Brot nimmt, dann weißt du, nochmal 40%. Deswegen also 60%. Vanille? Okay. Warte, du bis zu 60%. Hast du trocken gegessen? Ja, aber ich sag so, warum? Man Haferflocken und Banane und Whey ist doch voll lecker. Ja, aber das ist so übelst trocken. Und ich sag so, warum? Wie machst du das? Ja, ich trinke einen Shake, erstmal eine Banane und ich habe beim letzten Mal schon die Banane zermatscht und die Haferflocken, damit das irgendwie schmackhaft ist. Ich denke so, hä, mach doch Whey mit Haferflocken zusammen in der Mikrowelle, alles umrühren, voll geil, das ist ein Porridge. Crazy, Digga. Ja, also so, manche muss man das erklären, glaube ich. Das ist echt crazy, Digga, aber du zeigst ja auch in den Videos, wie das funktioniert in der Story und so, aber trotzdem machen sie es nicht. Ja. Der letzte Aufwärmsatz? Ja.
Was machst du denn? Schatz, das macht man nicht. Das macht man nicht. Ammoniak, das nehmen die ganzen Bauern. Aber das ist wenigstens kein frisches mehr, wenn das also, frisch ist. Das ist jetzt nicht doll gerochen, normalerweise nee. Immer ja. So zack und dann. Ach, man soll nur dran riechen? Ja, genau, nur zum Riechen. Ach, ja, Riechsalz. Ja, Riechsalz, ja. Yay. Weiß nicht mehr, ob die extra hatten das Essen, weiß ich nicht, aber wir schnuppern nur dran. Ja, guck mal, das ist ein Kenner. Da weiß einer, wie es funktioniert. Weiß ich auch noch nicht. Weiß ich auch. Aber so ein Augentränen jetzt. Komm, das geht. Eins. Komm. Okay, machen 6 Stück zusammen. Komm. Komm, deine. 3. 4. 5. Komm. Easy. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Ja. Oh. Digga. Wie ist er hier reingekommen? Tu mal nicht so, dass du viel breiter bist, Digga. Also, du fällst Chef wie ich, Mann, Digga. Weißt du echt, dass ich kann? Die ist gut voll, ey. Ah. Chef. Komm, noch zwei, noch zwei, noch zwei, bitte. Ein noch, komm. Ein noch. Oh. 6 plus 2. Ah. Damit ich sagen kann, was ich meine gerade gleich. Easy. Easy. 5, 6, 7, 8, komm, 2 noch. Komm, jetzt noch 2, jetzt noch 2, jetzt noch 2, Digga, komm. Ja, ja, ein noch, komm. Und ab, und ab. Und ab, ja. Kannst du nicht probieren, weil ich mach das schon. Willst du jetzt kein Stück dran? Ja, 7 bleiben ist gut. Kommst du raus so schnell? Nee. Guck, du willst mich ärgern. Also, so wie ich dann jetzt, ne? Okay, let's go. Sag jetzt, ich liebe hoch, Digga, ne? Heftig, ne? Komm, mach nur einen. Ein noch, komm. Weimat. Du bist ein Pro, oder? Bam. Ja, ab, ja! Boah! Kann ich gar nicht. Aber. Gehst von so, normal, dann rein. Boah, guck mal, ja. Guck. Schieb mal wieder, bis wir gerade. Dicker. Hä? Das ist nicht meine Übung. Ja, schwerer so, ja, ich weiß. Ja, aber 12, ja. Oh, ja. Das soll eigentlich erotisch aussehen, aber ja. Hab das nicht funktioniert. So aus der Wand. Weißt du, wie ich diene? Eins, zwei, drei, hoch. Jetzt halten. Eins, zwei, drei, runter wieder. Kannst du mal ein Video gucken, ob wir auch vorne gehalten haben? Komm. Von heute 3 sind wir schon gemacht, ja. Bin noch 7. Danach ausgucken noch, wie bin ich gerade. Oder? Halten. Okay. Weiter geht's. Komm. Oder? Komm, drück zusammen jetzt hier. Komm. Komm, zwei machst du noch. Komm. Aber was? Von daher, das kriegt man schon ganz gut hin. Aber an sich, wenn eine Druckbewegung, die so leicht vor dem Körper hochgeht, angenehmer für die Schulter. Ja. Oh. Also auf jeden Fall ordentlich pumpen heute. Ja. Das ist gut. Form ist richtig crazy, seitdem wir dich rasiert haben. Ja, ne? Ja. Einmal rasiert, schon Wettkampf fertig. Ja, hast du gefühlt viel härter. Na gut, das ist schon, das ist gut, ne? Für mich ist es schwer reinzukommen. Ja, ich weiß, für mich auch. Ich hab jetzt immer jeden Donnerstag Diätübungen. Ja. Eigentlich habe ich gute Mobilität. Ich kann fast Spagat.
Ja, ich rede von oben rum. Ja, oben rum ist. Ja, für seine Riss. Da habe ich nicht so gut. Das sind auch immer am meisten verkatert und so, Digga. Ja, ja. Ja, oben rum bin ich nicht so gedehnt. Warum? Kann man nicht irgendwelche Dehnübungen zusammen machen? Ja, frage ich dich seit Wochen nach. Ich weiß das, gibt's da nicht so ein Dehnbuch? Heißt das so? Ja. Kama Sutra oder wie das heißt? Dehnbuch. Ja. Dehnbuch. Ja. Hey Dennis, Zahn! Ich bin froh, ich finde, was Dominik sagt zu meiner Form nachher. Er hat glaube ich auch mehr Physikathleten bei sich im Team, ne? Und kennst du Physik auch? Ja, alles. Genau. Schau mal, was du sagst. Wo sind denn die Zettel hier? Ich finde die Tapete so. Ich fühle, dass du den überhaupt kennst. Sagst du mir, die 19 Jahre alt ist? Ja. Ich bin 32, Mann. Ich bin auch mit ihm geboren, mit der Musik. Musik? Von ihm, ja. Wir machen Musik, ja. Ich nichts drin. Warte, ich stelle Wasser raus. Okay, geschafft. Du zuerst dann nicht. Hey! 160,5, nice. Gut, ein halbes Kilo mehr für heute Morgen. Blick. Ja, die waren schon so nach Probe. Jetzt sind wir noch direkt daneben, weißt du? Okay? Ja. Müssen wir noch so einen Steer-Down machen, Alter. 109,4. Ja, dann los. Okay. Ich stell jetzt hier mit meinem Bodybuilding-Tanger. Das ist das einzigste Scheiß an der Klasse, ne? Einfach Ausdruck für dich, Digga. Alles gut. Von Line ab. Volldrehung. Volldrehung zurück an sich. Alter, wie viel sich an deinem Rücken getan hat, Schatz. Frontansicht. Kannst du auch alle Bodybuilding-Posen, ne? Ja. Okay, Front-Doppel-Bizeps. Front-Lat-Spread. Chest. Back double biceps. Abs und Tights. Los, mach's gut.
Da! Oh, ist das anstrengend. Schön. Ja, das Auto kommt da draußen. Wenn du willst, schau mal in den Spiegel. Guck mal in den Spiegel, schau mal raus. Weißt du, wenn du dich hier groß machst und du stehst so, so mehr Fläche kannst du mal zeigen. 100 Gramm Fruchtgummi sind immer noch vom Dennis hier, die amerikanischen. Und ein Shot Battle Ray Pistazie aus dem The Most Hated Shaker. Pistazie Kokos sogar, Leute. Was ist los mit euch? Ihr wisst das natürlich. Jo, das war unser Besuch beim lieben Rico. Ja. Gut sieht er aus, der Junge. 6 Wochen hat er noch. Bin ja schon mal sehr gespannt, ob er sich die Karte holt. Er war ja, glaube ich, noch mehr ein Zweiter wie ich. Ist richtig ärgerlich, immer sowas. Gut, hier gibt es jetzt noch die nächste Mahlzeit. Hähnchen, Reis, Avocado. Dieses komische Gemüsekram. Dann haben wir noch eine gute... Ja, ziemlich genau eine Stunde zu fahren. Dann ist auch schon 20 Uhr. Mache ich nochmal ein bisschen Coaching. Und dann ist der Tag auch schon wieder durch. Ja, ich fand den Tag sehr, sehr cool. Studio fand ich mega geil. Rico war mega nett. Training war mega lustig. Ich teaser hier jetzt was an. Ich habe gestern mit dem wohl, ja, kann man sagen, den wohl besten Coach aus Deutschland, wenn es um Sachen Training geht, telefoniert. Und da wird es auf jeden Fall noch ein paar Videos in näherer Zukunft zu geben. Ich habe mir nämlich einen Trainingscoach geholt. Ja. Und wie ihr mich wisst, ich bin ja, ich sag mal, mein Steckenpferd ist ja schon Training. Also gibt schon, glaube ich, nicht viele Coaches, die das mit dem Training besser hinkriegen. Aber ich will da einfach mich perfektionieren bei meiner Prep, aber auch mich als Coach. Ich glaube, da kann ich noch sehr, sehr viel lernen. Was mich dann für meine späte Karriere als Coach auch einfach nur besser macht. Und ich will auf jeden Fall noch ein paar aktive Jahre auch das mitnehmen, weil man es einfach in der Praxis mal umsetzen muss. Nur irgendwie Studien lesen und Bücher lesen ist nicht das gleiche, wie wenn man es mal selber gemacht hat über ein paar Jahre. Von daher, seid da gespannt, unterstützt mich bei Big Zone mit meinem Code DOM10. Bei Planet Food, wo es das ganze leckere Fleisch gibt, mit meinem Code DOM10. Kommentiert hier das Video, abonnieren, Glocke an, teilen, liken, ihr kennt das Spiel. So, ich lasse mir jetzt schmecken und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.